Ja? Ja. Ich meine, jetzt ist sowieso die bildmäßig. Fotomäßig ist das ein geniales Bild von einer. Ich meine, videomäßig. Unglaublich. Häuser erwischt, gell? Scheiße. Also hoffen wir, da am Land haben sie meistens wirklich den anderen Bunker und versichert sind sie. Auto 129, 150 geradeaus. Und du hast recht, wir kriegen von hinten ein Knackquatschen, weil da kommt eine Rotation mit roten Echos daher. Das wären wir jetzt eingekreist, oder? That was it. Where? That was that one. And with the handy, perfect video. This thing was huge. Where? It was and one rotation is up there. Yeah. Yeah. See, like right here, it's going one in that direction, and one right there. On the way in, we see to the south now. There was a wall. Yeah. Take care of the hail here. Okay. Hail core. And it's gathering in this direction, so it comes near and near. The colors here. Yeah, green, that's hail. Das Huck von der Zelle wollen wir nicht haben, ne? Das brauchen wir gar nicht. Das ist nur 70 Scherung. Schon wieder. Der hintere Teil zieht nach Süden herfällt. Ja. Drei Komma acht. Ja. 5, 1, Das Ding da vorne rechts ist auch wirklich interessant. Schau, wie sich das entwickelt hat. Das ist wirklich ziemlich dunkel. Ja, die Geräusche sind auch erdig. Da bleibt dann noch viel zum Außerfallen, auch wenn die Zelle schon eher nicht mehr so gesund ist. Ja. Zwar langsam wahrscheinlich dann eher Niederschlag nochmal. Ich hätte halt hoffen, dass man die Blitz dahinter ein bisschen einschaut, dass man da eine Spur mehr mal Kontrast rausbringt. Ja, ich hoffe, aber das heißt, dass mir einschaut. Aber das heißt, meine Einschätzung war dann doch auch richtig, dass hinten bei diesem zweiten Wolkenhaufen was hochgehen könnte. Hey, die haben den Rob-Tornado nicht drin. Da hast du bis zum Boden, habe ich gesagt, aber schon nicht. Du hast den inneren Wolkenring gesehen, du hast die grünen Hagelformen dazu, den. Du hast alles gesehen, du hast unten die, den,
das Gras, was es um und um geschmissen hat. Ja. Da lobe ich mir meine Vespen weiter.